Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 19 Trainerkarriere mit dem FC Sevilla. Ja, in der letzten Folge haben wir die ersten beiden La Liga Spiele gemacht, beide gewonnen. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, rechts unten beim i verlinkt, unbedingt angucken. Darf man nicht verpasst haben. Ja, heute haben wir jetzt das Stadtderby gegen Betis Sevilla. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall das Stadtderby hier. Und dann haben wir noch das Spiel gegen Getafe oder was auch immer. Ich kann die immer noch nicht aussprechen. Ich muss mich echt mehr mit der La Liga auseinandersetzen. Definitiv, Leute. Nächste Folge kommt dann schon das erste Europa League Spiel, ja. Habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Da unten sehe ich auch schon Real, Alter. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr aber natürlich auch gerne kostenlos abonnieren. Das würde mich mega super toll freuen. Ja, wir machen jetzt erstmal ein Training und dann schauen wir, dass wir direkt reinstarten. Die Pressekonferenz nehmen wir einfach mal mit, ja. Ich mache das ja eigentlich nie, dass ich mir auf der Pressekonferenz irgendwas antworte. Aber in dem Fall machen wir es jetzt mal. Okay, er macht es anscheinend doch nicht. Doch, können wir noch machen. Betis Sevilla, ja, das ist also Stadtderby hier. Wir motivieren sie einfach mal. In Hoffnung, dass es was bringt. Obwohl sie ja schon eigentlich ganz gut waren, die letzten Spiele. 5-1 war das letzte Spiel. Das war echt heftig. Das war schon echt nice. So, und dann labern wir auch nicht lang rum. Starten direkt rein. Let's go. So, Leute. Spiel geht los. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen in der Vorproduktion. Da ich jetzt dann eine Woche Ferien habe. Hier in Bayern haben wir jetzt eine Woche Ferien. Also Bescheid wisst. Ja, da bin ich dann bei meinem Vater und mache ein bisschen was mit Kumpels und so, die aus meiner alten Schule sind. Und ja, deswegen habe ich dann da vielleicht nicht ganz so viel Zeit aufzunehmen. Deswegen bin ich hier ein bisschen am Vorproduzieren und ich bin gespannt, was das jetzt wird. Hoffentlich ein Sieg. Jawohl, grünes Time Finish. Yes. 1-0 in der 5. Minute, Nolito. Zum ersten Mal habe ich einen Flachschuss mit grünem Timefinish hinbekommen. Bei Finesse ist das relativ einfach. Bei normalen Schüssen habe ich es jetzt auch schon ab und zu hinbekommen. Lupfer tatsächlich glücklicherweise auch schon mal. Das ist aber das erste Mal, dass ich es beim Flachschuss hinbekomme, ja. Ja, die Fans machen auf jeden Fall ordentlich Stimmung, das ist mega geil. Und Leute, ich weiß nicht, euch ist bestimmt schon aufgefallen, außer ihr seid neu auf meinem Kanal. Heute ist das zweite Video, was ich mit Greenscreen mache. Oder vielleicht schon das dritte, ich weiß es nicht. Zweite oder dritte Video, was ich mit Greenscreen mache. Ist auf jeden Fall mal ein bisschen was Neues. Ich finde das ganz cool. Ich hoffe, das funktioniert gut. Ich hoffe, dass wir jetzt auch ein Tor vielleicht machen, weil wir spielen hier eigentlich nur hin und her. Und kommen nicht zum Abschluss. Hier der Fehler von Betis Sevilla. Nochmal. Nolito, Alter. So ein Biest. Jawohl. Mich ein bisschen konzentriert. Da musste ich ein bisschen genauer gucken. Hat funktioniert. Durchgesteckt. Reingemacht. 20. Spielminute 2-0. Vielleicht müssen wir den Schwierigkeitsgrad irgendwann mal hochstellen. Ich habe ja letztes Jahr immer auf Legende gespielt und habe sogar mit Hansa Rostock relativ gut gespielt. Und ich weiß nicht, was dieses Jahr so los war, aber ich musste auf Weltklasse spielen oder ich spiele immer noch auf Weltklasse, weil ich irgendwie noch nicht so richtig drin bin in dem Spiel. Aber ich hoffe, dass ich auf jeden Fall noch ein bisschen besser werde, dass ich jetzt bald mal auf Legende dann umschalten kann. Wenn ich jetzt auf Legende umschalte, ist, glaube ich, ein bisschen zu früh, aber mal gucken. Jawohl! Da sitzt er! Das ist Nolito mal wieder. Keine Ahnung, die vierte, fünfte Ecke schon. Dieses Mal haben wir mal kurz ausgeführt. Flanke auf den hinteren Pfosten. Zum Glück ist der 22er da nicht reingekommen, wer auch immer das ist. Denn der stand, glaube ich, im Abseits. Nolito drängt sich da dazwischen, haut ihn rein. 3-0 nach 35 Minuten. Läuft. Halbzeit. 3-0 zur Halbzeit. Kann man auf jeden Fall machen. Ich weiß nicht, die Halbzeitlänge, die stelle ich auf jeden Fall nachher runter. Ich weiß nicht, ob ich die auf 4 Minuten oder auf 6 Minuten habe, aber wenn ich sie auf 6 habe, dann stelle ich sie nachher auf 4 runter. Vielleicht ändert das dann auch nochmal ein bisschen was, dass ich dann nicht mehr so viele Chancen bekomme.
Oh, guter Torwart, gute Parade. Oh. Oh mein Gott! Was eine Chance! Das war's! Ja! Betis wurde besser, wir wurden schlechter. Das hat zum Glück dazu geführt, dass kein Tor mehr gefallen ist. Hätte noch Gegentor geben können. Eine glückliche Chance nochmal in die Latte für uns. Das war auch crazy. Ja, also ist nicht unrealistisch. 3-0 geht auf jeden Fall klar. Wenn ich da die Zeit auf 4 Minuten stelle, ist das auf jeden Fall in Ordnung. In echt hat Betis 1-0 gegen Sevilla gewonnen. Aber das 3-0 nehmen wir natürlich gerne mit. Dadurch sind wir wieder auf Platz 1. Neues Training. Oh, das verlief sogar ganz gut, außer für Mesa. Und nochmal neues Training. Diesmal lief es auch für Mesa gut. Super, muss ich sagen. Ist nicht schlecht. Jetzt müssen wir aber noch kurz was ändern. Denn I don't know, warum ich das so doof eingestellt habe. Aber das muss auf jeden Fall so eingestellt sein, dass wenn ich ihn einwechsle, wenn ich jemanden einwechsle für Nolito, dann Promise, ja. Denn der ist ja eigentlich voll gut. Warum ich ihn nicht spielen lasse? Mich wundert es erstmal, warum er so wenig Fitness hat, weil er hat ja gerade nicht gespielt. Aber ich lasse ihn aus dem Grund nicht spielen, dass da mir Nolito absolut gefällt. Der ist richtig, richtig stark. Klar, ich weiß, dass er auch stark ist, dass Promise auch stark ist. Aber mir gefällt Nolito mega, mega gut. Also von daher lassen wir es erstmal so. Und dann haben wir auch direkt das nächste Spiel. Ja, da brauche ich jetzt gar nicht mehr lang rumschnacken. Da machen wir die Folge hier. Zack, zack. Nächstes Spiel. Let's go. So, ich habe jetzt auch 4 Minuten gestellt. Das sollte dann noch ein bisschen schneller rumgehen. Erstens. Und zweitens habe ich vielleicht dann weniger Chancen, wobei es dann weniger Tore gibt. Also alles eigentlich gute Aspekte hier. Da muss ich den Schwierigkeitsgrad nicht direkt umstellen. Folge wird vielleicht dadurch ein bisschen kürzer. Die sind ja meistens immer so 16, 18 Minuten lang. Das ist mir fast schon ein bisschen zu lang, weil da doch ein paar Leute schon abschalten. Also unbedingt dranbleiben, Leute. Hier nicht wegschalten. Und ja, jetzt spielen wir mal wieder zu Hause. Und ich hoffe, dass das natürlich auch ein gutes Spiel wird und ein guter Sieg. Oh, der Torwart war ein bisschen komisch gestanden. Der Schuss war aber echt schlecht. Super durchkombiniert, aber so ein Schuss, ne? Den konnte der Torwart nur halten. Obwohl der echt schlecht stand, der Torwart. Den kann er nicht halten. Mesa müsste es gewesen sein. Alter, diese Jubel immer, ne? Leute. Ja, nach dem Einwurf 2-3 Pässe in die Mitte. Nicht mal ein grünes Time-Finishing. Trotzdem ist der Finesse-Schuss drin. Sein erstes Tor in der Liga. Das 1-0 in der 13. Spielminute. Und da ist das 2-0. Was? Was? Mesa? Was macht der denn? Ich weiß nicht, ob man den so ausspricht. Aber er dreht sich hier so ein bisschen. Einfach mal den Schuss abgegeben. Und was macht der Torwart? Den muss er haben. Also er war nicht sonderlich krass geschossen. Klar muss er den nicht haben. So krass muss er da nicht sein. Aber den hätte man schon haben können. Sagen wir es mal so. 2-0 kann man auf jeden Fall machen. Und der nächste. 3-0. Wenn das so weitergeht, dann muss ich mir echt überlegen, dass ich den Schwierigkeitsgrad hochstelle. Da ist das echte Spiel 2-0 für den Gegner ausgegangen, dessen Namen ich vergessen habe. Na gut. Kann man mal machen. Grünes Time-Finishing, der Torwart ist absolut scheiße. Gut, da ist es jetzt ein bisschen schwieriger, vielleicht auch wegen dem grünen Time-Finish, aber Torwart ist bisher nicht so gut. 3-0 nach 36 Minuten. Und wenn das jetzt mal höher ausfällt und in der zweiten Hälfte nichts passiert, dann stelle ich den Schwierigkeitsgrad für die nächste Folge
einfach mal nach oben. Ja. Es geht so weiter. Für den Moment geht es so weiter. 42. Spielminute. 4:0. Zweimal den Dragback hier. Oder wie auch immer der heißt. Ich glaube Dragback. Und dann in die Mitte auf Banega. Der setzt ihn da wieder am Torwart und am Pfosten vorbei ins Tor rein. Zwei Tore von Mesa, zwei von Banega. Beiden Mittelfeldspieler. ZOM und ZM. Ja, wenn das jetzt in der zweiten Hälfte nicht so läuft, dass die anderen Gas geben und zwei, drei Tore machen. Guck mal, sieben Schüsse, sieben aufs Tor, vier drin. Die anderen hatten gar nichts, ja. Also, wie gesagt, wenn das jetzt so weitergeht in der zweiten Hälfte, beziehungsweise wieder nichts passiert, dass es wieder 4-0 bleibt, dann stelle ich zu 100% für die nächste Folge auf Legende. 4-0 ist natürlich wieder nicht zu krass und nicht zu unrealistisch, was mir ein bisschen Angst macht, dass ich dann sage, ich verkacke auf Legende mit 3-4-0, anstatt dass ich mit 3-4-0 gewinne. Aber, ja, wie gesagt, zu hoch ausfallen sollte das nicht. Und ich tue mich, das merke ich ja wirklich, relativ einfach hier durchzukommen. Die greifen mich nicht wirklich an. Ich kann ein bisschen hin und her spielen, irgendwann mal abziehen. In der Hoffnung, dass er reingeht. Der Torwart hält irgendwie nichts. Und das jetzt schon das zweite Spiel hintereinander, das ist für mich ein klares Zeichen. Boom! Ich sag ja, das grüne Time-Finish zu treffen bei Finesse ist eigentlich ganz einfach. Habe ich schon ein paar Mal geübt. Schön den Ball erobert von Banega. Und Ben Yedda, der Stürmer, macht auch mal ein Tor. Kommt ja selten vor. Boah, alter Mesa, Junge. Kriegt dafür zum Glück keine Karte, aber wie er da reingestiegen ist. Ja. Also Leute, es tut mir jetzt leid, ne? Vielleicht werden mir jetzt einige vorwerfen, dass ich es dann auch noch ausnutze. Dass ich es trotzdem einfach weitermache. Aber was soll ich denn machen? Soll ich jetzt absichtlich scheiße spielen? Bloß weil der Schwierigkeitsgrad zu tief ist und ich den sowieso umstelle. Hey Leute, die Tore nehmen wir mit. Tordifferenz ein bisschen verbessern. Und wie gesagt, nächste Folge wird es dann schwierig. Das war's. 6:0. Ja. Tore, wie gesagt, nehme ich gerne mit. Und ja, das war's dann auch schon von der heutigen Folge. Lasst eine Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei der Torwartkette vorbei und bei der nächsten Folge unbedingt wieder mit einschalten. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.